Ich bin Nele, bin 14 Jahre alt und ich habe nur ein halbes Herz. Ein paar Stunden nach meiner Geburt haben die Ärzte festgestellt, dass die eine Herzhälfte nicht funktioniert. Und das musste operiert werden und jetzt habe ich eine künstliche Herzhälfte und einen Herzschrittmacher. Wenn das mit meinem Herzen nicht wäre, dann könnte ich viele Sachen machen, was die anderen jetzt können. Zum Beispiel Trampolin springen oder an Sportwettbewerben teilnehmen. Neidisch bin ich nicht direkt auf die anderen, aber traurig halt, dass sie das machen dürfen, ich halt nicht. Ich würde verdammt gern Motocross fahren, weil ich finde, das sieht einfach richtig cool aus und man kann dann halt auch so zeigen, ja, trotz meiner Behinderung kann ich was, was du vielleicht nicht kannst. Im Schulsport darf ich bestimmte Sachen nicht machen, zum Beispiel Basketball oder Volleyball oder so, weil wenn ich einen Ball vor die Brust bekomme oder generell so im Bauchbereich, dann könnte ich ohnmächtig werden und dann müsste ich ins Krankenhaus. Nele musste immer kämpfen. Nele hat von Anfang an um ihr Leben gekämpft und ich denke, das verändert einen Menschen auch, schon sehr frühzeitig. Nele ist jetzt auch in dem Alter, wo sie ihre Freiräume braucht und wo sie jetzt auch anfängt, ihre eigenen Wege zu gehen. Und trotzdem ist es aber auch wichtig, dass die Familie ab und zu mal zusammen ist und gemeinsam irgendwas unternimmt. Die Familie ist für mich wichtig, weil sie mich halt schon mein ganzes Leben begleiten. Und für die ist es eigentlich irrelevant, ob ich das habe oder nicht. Man genießt die Momente mit einem Kind ganz anders, viel intensiver. Ja, also ich hätte gern ein normales Leben, vielleicht auch ein Herz, was ganz ist. Weil ja, es sind halt noch so viele Sachen, die ich machen kann. Die Apotheke ist immer für uns da, das muss man sagen. Egal, ob es denn Nele ihre speziellen Medikamente sind, das machen sie halt auch immer so schnell wie möglich, diese Medikamente bereitzustellen. Das ist immer ein Ansprechpartner in allen Situationen. Wir haben uns bisher noch nie darüber Gedanken machen müssen, Gott sei Dank, weil die Apotheke halt immer vor Ort ist für uns. Glücklich bin ich, wenn ich Quad fahre, weil dann der Wind in den Haaren fühlt sich an. Wir mussten ja irgendwann mal eine Alternative für sie schaffen, weil sie ja nicht alles machen darf. Sie hat das gesehen, hat sich draufgesetzt, wollte sofort eine Proberunde fahren und wir haben sie nicht mehr runterbekommen. Also ich bin total stolz auf die Nele. Ja, einfach stolz. Stolzer Vater einer coolen Tochter.